Was passt dir am Krieg nicht? Naja, wer mag schon Krieg? Ich meine, es ist ja eigentlich ziemlich sinnlos. Ich meine, Menschen gehen immer wieder aufeinander los. Und manchmal verstehe ich einfach nicht, warum. Ich meine, vor allem, weil da nicht die Menschen leiden, die entscheiden, dass es Krieg gibt, sondern irgendwelche, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Naja, ich bin hauptsächlich da, weil mich die Ukraine so an den jugoslawischen Bürgerkrieg erinnert, der für mich ein sehr eindrückliches Ereignis war. Als ich 18, 19 Jahre alt war, hat sich das abgespielt in den frühen 90ern und das war für mich furchtbar, das im Fernsehen mit anzusehen. Und jetzt sehe ich 20 Jahre später dieselben Bilder auf YouTube, aber im Fernsehen nichts mehr. Und die meisten Österreicher wissen ja gar nicht einmal, wo die Ukraine ist. Ich wurde gefragt, weshalb ich heute hier bin. Und im Prinzip geht es ganz kurz zu beantworten. Ich stehe hier für den Frieden. Und ich finde es auch wichtig, zu zeigen, dass wir aufstehen können für den Frieden, dass wir etwas, jeder Einzelne etwas bewirken kann. Danke. Liebe Leute, hallo. Wir, das Team der Wiener Mahnwache, freuen uns sehr, dass ihr dem Aufruf gefolgt seid und euch heute hier mit uns vor der ukrainischen Botschaft versammelt. Wir können uns gerne untereinander austauschen, Quellen und Infos vergleichen, voneinander lernen, sich kennenlernen und vernetzen. Wir stehen hier nämlich nicht, um Anhänger für meine Meinung zu gewinnen. Vielmehr möchte ich mich aufs Wesentliche konzentrieren. Auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, der uns in dieser Krise alle vereint. Man kann sich über einige Sachen, über einige Details in Bezug auf die Ukraine-Krise streiten. Wer hat die größere Propagandamaschinerie am Laufen? Wer bezahlt wen und für was eigentlich? Wer zieht wirklich die Strippen und was ist der große Plan dahinter? Warum berichten die verschiedenen Medien teils so kontrovers? Man könnte diese Liste endlos weiterführen, aber das bringt uns nicht weiter. Wir sind viele unterschiedliche Persönlichkeiten, also gibt es eben auch viele verschiedene Meinungen. Wenn man versucht, sich objektiv eine Meinung zu bilden, ob über Mainstream-Presse oder alternative Medien, stößt man irgendwann an seine persönlichen Grenzen. Ich kann zum Beispiel kein Ukrainisch und auch kein Russisch, bin daher auf Übersetzungen anderer angewiesen. Auch kann ich die Videos und Bilder, die im Netz kursieren, nicht alle auf Manipulation überprüfen. Und ich wage es zu behaupten, dass es einigen hier ähnlicher geht wie mir. Und daher möchte ich verhindern, hier einseitig Stellung zu beziehen, in welcher Form auch immer. Ich nehme mich raus aus diesem Propagandaspektakel. Mir ist es wichtig, meine Zeit und meine Kraft nicht zu verschwenden, sondern sie zu nutzen, um etwas zu bewegen, um ein Bewusstsein zu schaffen. Für das Leid in der Ukraine, für das Leid im Nahostkonflikt, generell für die globalen Brennpunkte unserer Gegenwart. Bewusstsein ist der erste Schritt und der Weg zum Frieden ist unser aller Ziel. Ich weiß ja gar nicht, was in der Ukraine abgeht. Aber wenn du dir im ORF das anschaust, die Bilder und dann auf YouTube, auf Russia.de, was du da siehst, Brutalitäten, dann, ich meine, die Leute in Österreich glauben, es ist ja nur so ein bisschen so Indianer-Aufstand irgendwie. Nein, es ist ärger als in Ex-Jugoslawien. Was haltest du von dem, was in der Ukraine so passiert? Nee, es werden mal wieder, so wie immer, Zivilisten abgeknallt, die überhaupt nichts dafür können. Und das, ich meine, was soll ich davon halten? Das ist einfach... Warum bist du heute? Für die Gefallenen der ukrainischen Revolution, wenn man das so nennen darf. Bleibt da neutral, was die Seiten angeht. Für Frieden, Freiheit, für die gesamte Menschheit auf der Erde und speziell natürlich für die Krisenregion der Ukraine, dass dort mal wieder Ruhe einkehrt und dass mal die Menschheit darauf aufmerksam wird, dass da was passieren muss. Ne? Dass man sich da ein bisschen engagiert. Ne? Ich hoffe, es finden mehr solche Demos statt und dass in Zukunft mehr Leute kommen, dass sich einmal was bewegt endlich. Ne? Denn bei all den Fragen, bei all den Meinungen, die uns voneinander unterscheiden, die uns teilweise in verschiedene Lager separieren, weiß ich, dass uns trotzdem etwas verbindet. Etwas Menschliches. Empathie und Mitgefühl. Was weiß ich denn wirklich zu 100%, ohne stundenlang nachrecherchieren zu müssen, ohne tausend YouTube-Videos zu klicken, ohne elendlange Artikel zu lesen und ohne Infos zu vergleichen. Ich weiß für mich,
dass ich nicht möchte, dass die Menschen in der Ukraine durch Gewehrkugeln, durch Raketeneinschläge, Faustschläge, Messerstiche, Chemiewaffen oder ähnlich Furchtbares verletzt werden oder gar sterben müssen. Ich weiß, dass ich es nicht möchte, dass Mitmenschen, Brüder und Schwestern ihrer Existenz beraubt werden und Unmenschliches über sie begehen lassen müssen, dass sie ihre Heimat verlieren und ihre Familien zerrissen werden. Ich weiß, dass ich es nicht möchte, dass Kinder einen Krieg durchleben müssen, dass sie weinend im Keller sitzen zum Schutz vom nächsten Bombenhagel. Auch möchte ich nicht, dass sie ihrer Zukunft beraubt werden, sei es durch Tod, Verletzung oder den Verlust ihrer Lieben. Ich möchte nicht schon wieder zuschauen, wie Menschenrechte mit den Füßen getreten werden. Und ich denke, genau das ist es, was uns alle verbindet. Wir wollen nicht, dass Mitmenschen, Brüder und Schwestern durch diesen Krieg leiden müssen. Und genau aus diesem Grund stehen wir heute gemeinsam hier, um den bisherigen Opfern der Ukraine-Krise zu gedenken und friedensfördernde, deeskalierende Lösungen zu verlangen. Und nicht nur wir stehen heute hier vor der ukrainischen Botschaft, sondern auch die Mannschaft der Mahnwache in Berlin steht in Berlin vor der ukrainischen Botschaft. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir eine länderübergreifende Thema auf die Beine stellen konnten. Heute werden von unserer Seite bestimmt keine Parolen geschrien. Wir wollen aus Solidarität eine Demonstration der etwas anderen Art starten. Ich hoffe, das gefällt euch so. Jetzt geht's weiter mit dem Musik. Deshalb bin ich auf der Friedensdemo, eigentlich wegen dem Jugoslawien-Bürgerkrieg und dass sich das wiederholt, dass ich das überhaupt wiederholen kann. Und dass dieselben Kräfte, die im Jugoslawien-Bürgerkrieg gegen den Krieg gekämpft haben oder vorgegeben haben, sich für die Beendigung einzusetzen, dass die heute den Bürgerkrieg in der Ukraine schüren aus eigenen Interessen. Dieser Zynismus und die Heuchelei, die dahinter steckt. Ja, wenn du noch Fragen hast. Ich habe keine Fragen. Derek, sorry.